Hey Freunde, willkommen zum heutigen Test. Heute testen wir vier verschiedene Feuertöpfe. Wir haben zwei von ABA und zwei von Röder Feuerwerk. Von Röder haben wir den Weißblinker und die Silberfische. Weißblinker 42 Gramm NEM, Silberfische 44 Gramm NEM. Bei den Röder Feuertöpfen muss man dazu sagen, die haben hier noch einen Knubbel. Den kann man hier vorsichtig rausziehen und dann kann man hier eine Zündpille reinmachen, also zum elektrisch zünden, ganz schön. Und preislich liegt er hier, glaube ich, bei 3,50 Euro das Stück. Und die ABA-Feuertöpfe haben wir einmal den Devil Scream und einmal den Hyper Cannon 5. Und die Devil Scream hat hier 30 Gramm und die Hyper Cannon müsste 35 haben. Die Preise bei den ABA sind ein bisschen teurer, da liegt er so bei 8,50 Euro und dann würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal die vier Teile draußen an. Also, bis gleich draußen zur Zündung. So, andersrum, ich muss noch da laufen, du kannst dann wohl auch nach da die andere Seite laufen und ich laufe dann wohl noch zurück. So, wir fangen an mit dem Feuertopfvergleich. Wir haben zweimal Röder, einmal Blinker, einmal Fisch und dann haben wir von ABA nochmal ein Devil Scream und ein Hyper Cannon 5. Fangen wir mit dem Blinkfeuertopf von Röder an. Ja, war ganz gut. Nach 50 mm, ne? So, dann machen wir weiter mit dem Fischrülpser. Ja, goldene Fische, aber die standen mir jetzt gerade ein bisschen zu wenig, also zu kurz. So, wir machen weiter stellscharf. Naja, ist nicht ganz scharf. So, mit dem Devil Scream machen wir weiter. Das kam immer so unerwartet. Aber diesen Teil, also eigentlich krass die Teile. So. Und zum Schluss haben wir noch die Hyper Cannon 5. Ja. Wunderbar mit dem versetzten Knall fünfmal. Also ich muss sagen, der Hyper Cannon 5 ist echt sein Geld wert. Aber so zwischen 8 und 9 Euro könnt ihr schon rechnen damit. Also Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Video.